Lockdown, Laden zu. Seit mehr als zwei Monaten liegen die meisten Geschäfte im Corona-Winterschlaf. Ein erzwungener Stopp für eine ganze Kultur des Einkaufens. Im Geschäft zu gehen und eine Welt zu erleben, das ist doch einfach schön. Und ich finde, das prägt eine Stadt, das prägt den Kiez und das prägt auch eine Gesellschaft. Was macht Corona mit dem Einzelhandel und unseren Stadtzentren? Ich habe große Angst davor, dass wir im nächsten Herbst doch eine gewisse Verödung haben. Schaffen es alle Händlerinnen und Händler durch die Krise? Wie soll das alles weitergehen? Und das macht mich zum Teil an manchen Tagen richtig depressiv. Der Handel ist der Grund, warum Städte entstanden sind. Und ich kann mir nicht und ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich in die Stadt fahre, in ein Zentrum fahre und sehe keine Geschäfte mehr. Meine Prognose ist, dass die Innenstädte kurz- und mittelfristig tatsächlich weniger Einzelhandel haben werden. Viele Händler gehen in der Krise neue, oft auch digitale Wege. Für Sie ganz passend wäre. Können Sie es erkennen? Im Prinzip das gleiche Modell. Eingeschenkt habt, dann hebt's mal ganz kurz hoch. Dann sagen wir ganz kurz nochmal Prost. Wir haben mehr als nur Einkaufsfunktionen. Wir sind Treffpunkt, wir sind Kulturpunkt, wir wohnen hier. Und vielleicht können wir damit eine gute Grundlage schaffen, um, wenn der Lockdown vorbei ist, wir wieder durchstarten können miteinander. Mitte Februar. In Berlin und Potsdam sind die Straßen zwar nicht ganz so leergefegt wie im ersten Lockdown, doch seit zwei Monaten ist kein normales Einkaufen mehr möglich. Wir haben mehrere Händlerinnen und Händler durch ihren harten Corona-Winter begleitet. Vorweihnachtstrubel in der Schlossstraße in Berlin-Steglitz. Ab morgen ist Lockdown. Es ist alles anders als in anderen Zeiten. Der Sale in diesem Jahr schon lange vor den Festtagen. Ein allerletztes Buhlen um Kundinnen und Kunden. Ich habe heute gemischte Gefühle. Ich muss morgen meinen Laden schließen. Und das ist natürlich als Spielwarengeschäft überhaupt nicht schön. Wir sind mitten in der Hauptsaison. Wir machen jetzt die größten Umsätze im Jahr. Das ist normal. Wir sind ein Saisongeschäft. Und es tut in der Seele weh, das nicht durchführen zu können. Das Spielwarengeschäft im U-Bahnhof Schlossstraße, eine Institution seit mehr als einem halben Jahrhundert. Ingo Herpolzheimer ist optimistisch, dass das auch so bleibt. Wäre da nicht diese permanente Unsicherheit? Wir haben nach dem ersten Lockdown wieder gut Atem holen können. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir auch diesen Lockdown gut überstehen werden. Aber wenn der, sagen wir mal, ziemlich häufig verlängert wird, dann sieht es langsam eng aus. Heute ist der Laden zwar noch voll, doch es droht absehbar das schlechteste Weihnachtsgeschäft in der Firmengeschichte. Ich bin hier von klein auf in diesem Geschäft mit meinen Eltern herumgerannt und habe das Leben eines Kaufmanns von der Pike auf gelernt sozusagen oder miterlebt, gelernt auch. Und es tut natürlich weh, wenn man seine Kunden nicht hineinlassen darf. Auch sie muss morgen zumachen. Helene Stolzenberg verkauft in der Schlossstraße skandinavisches Design. Das Geschäft läuft eigentlich gut. Denn im Lockdown machen es sich die Menschen zu Hause oft besonders schön. Der letzte Tag vorm Lockdown ist für uns natürlich der wichtigste. Wir möchten noch mal unsere Ware loswerden. Wir haben ja viel Geld investiert, was hier liegt. Und je mehr wir jetzt loswerden, desto besser ist es für uns für die nächsten Wochen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und jetzt mache ich das Foto.
Oh, ihr seht super aus. Nordliebe gab es zunächst nur im Internet, dann erst im echten Leben. In gewisser Weise hat das Unternehmen sogar von Corona profitiert. Wir haben diesen Laden bekommen, unseren zweiten Laden, zu Konditionen, die für uns sehr gut sind, wegen Corona. Also es werden momentan sehr viel Flächen frei, die man sich sonst nicht so hätte leisten können. Und so eine Fläche hier wäre für uns sehr, sehr teuer gewesen. Auch in Potsdam nutzen die Menschen ihre letzte Chance zum Weihnachtsshopping. Gut für die Kunden, schlecht fürs Geschäft. Gerade im Modehandel sind die Rabatte hoch, die Umsätze aber eingebrochen. Wer braucht im Homeoffice schon die neueste Kollektion? Die Lage ist für uns schon dramatisch, sehr dramatisch. Und dieser totale Lockdown, das ist eigentlich ein Schock. Wir reagieren teils mit Frust, teils mit Wut, teils mit Resignation. Obwohl man sich sagt, wir geben jetzt nicht auf, wir wollen nicht aufgeben. Aber letzten Endes werden wir sehen, wie lange es dauert und wie wir aus der ganzen Geschichte dann rauskommen. Während Inhaberin Marianne Riedl vorne im Laden auf Kundinnen und Kunden wartet, kümmert sich hinten Ehemann Jürgen um die Zahlen. Seit 40 Jahren sind die beiden verheiratet. Doch trotz fehlender Einnahmen denkt er strategisch nach vorne. Wir haben jetzt noch mal eine Investition in den Internetshop getätigt. Wir wissen, dass wir da keinen großen Gewinn machen werden, aber wir wollen natürlich über Internet präsent sein. Das hat uns jetzt noch mal viel Geld gekostet, muss ich sagen. Wo man sagt, ja, warum macht ihr das? Ja, wir müssen das machen, wir können nicht stehen bleiben. 5.000 Euro zusätzlich. Dabei fehlt jegliche Planungssicherheit. Es gibt keine Öffnungsperspektive, nur viel unverkaufte Ware und hohe Fixkosten. Ich kann das noch gar nicht richtig in Worte fassen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich eigentlich irgendwie leer, wenig gebraucht. Wut, Verzweiflung und dann doch wieder nicht aufgeben, das alles ist im Moment so im Widerspruch. Lass uns nicht vergessen, wenn das hier irgendwann vorübergeht. Lass uns nicht vergessen, denn es ist uns gerade wieder zu müde. Lass uns nicht vergessen, wie man am tiefsten Punkt zusammensteht. Lass uns das hier nicht vergessen, auch wenn bei Tee Applaus am Fenster fehlt. 2020 war für den Einzelhandel ein schwieriges Jahr. Obwohl der Handel insgesamt einen Umsatzplus von real 3,9% verzeichnen konnte. Gewinner der Krise, der Internet- und Versandhandel. Verlierer vor allem der Textil- und Schuhhandel mit einem Umsatzminus von fast einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Zum Jahresende bescherte der Lockdown dem Handel mit Bekleidung, Schuhen und Lederwaren sogar einen Umsatzeinbruch um fast 40%. Das Fehlen der Kundinnen und Kunden hat Auswirkungen nicht nur auf die Kassen der Einzelhändler, sondern auch auf viele Innenstädte. Ja.
Lange Zeit war ja der Einzelhandel wirklich die zentrenprägende Nutzung, also ganz konstituierend für die Innenstädte. Da hat man die größte Vielfalt gehabt in den Stadtzentren, vielleicht auch ein hervorgehobenes Angebot, was nicht unbedingt nur den täglichen Bedarf deckt, sondern auch besondere Dinge, die man nur ab und zu braucht. Und ja, für ganz viele Menschen war das lange Zeit wirklich einer der zentralen Gründe, eine Innenstadt aufzusuchen, um dort einkaufen zu gehen. Cordelia Polina entwickelt Konzepte für die Stadt von morgen. Die Funktion des Einzelhandels im städtischen Gefüge wird sich ändern, sagt sie. Corona wirke wie ein Brandbeschleuniger. Also wenn wir eine Schließung tatsächlich noch über mehrere Monate haben und eine sehr starke Unsicherheit, die ja auch dazu führt, dass Menschen nicht gerne vielleicht viel Geld ausgeben, dann habe ich schon eine große Sorge, dass viele kleine Händler das nicht durchstehen können. Ich fürchte, dass viele kleine familiengeführte Geschäfte schließen werden müssen und dass die Innenstädte immer mehr von den Ketten geprägt werden und immer weniger von individuellen, familiengeführten, kleineren Boutiquen, Geschäften, spezialisierten Läden. Da stirbt die Stadt aus, wenn hier nichts mehr läuft und alle nur noch die Dinger dahin rammeln. Das belebt nicht. Und der Einzelhändler hat doch mehr individuelle Beratung, da kann man mehr fragen, kann man mehr besser aussuchen. Diese Vielfalt an Geschäften geht so langsam den Bach runter. Wenn das wegfällt, na hallo, da fahren wir mit dem Auto vor die Stadt in große Märkte und gehen dort einkaufen und die Innenstadt ist tot. In der Steglitzer Schlossstraße geht Ingo Herpolzheimer trotz Lockdown weiter jeden Tag ins Geschäft. Normalerweise ist jetzt nach Weihnachten die große Zeit der Umtausche und des Gutscheineinlösens. Doch jetzt nutzen die fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit für anderes. Ein bisschen vorsortieren, dass wir es gleich leichter haben und ziehen. Und dementsprechend gucken, was noch so dahinter steht und dann einfach genau, das ein bisschen wieder gerade stellen alles. Ne? Wir machen jetzt was Wichtiges, die Inventur vorbereiten, damit wir so schnell wie möglich die Inventur durchführen können und dass wir dann verkaufsfähig sind, sobald wir die Möglichkeit haben, den Laden wieder zu öffnen. Prüfen, was an Waren im Bestand ist. Fast 300.000 verschiedene Artikel führt das Geschäft im Sortiment. Überblick ist wichtiger als je zuvor. Hilfen vom Staat, bis auf Kurzarbeitergeld, bislang Fehlanzeige. Ja, ich falle so ein bisschen zwischen die Roste. Die Politik hat mich nicht sehr gut bedacht. Ich bin für die Sofortzuwendungen und kleinen Hilfsangebote bin ich zu groß. Wir haben zu viele Mitarbeiter. Und um bei den Großen mitspielen zu können, ich sag mal Lufthansa oder Ähnliches, dafür bin ich dann viel zu klein. Werken, Spielen, Schenken ist ein Warengeschäft im klassischen Sinn. Beratung statt Preiskampf, analoge Mitarbeiter statt Computeralgorithmen. Unsere Stärken liegen ganz klar im Offline-Geschäft. Und auf diese Stärken zu setzen, erfordert schon sehr viel Zeit und Mühe. Und dazu würde ein Online-Geschäft Know-how und erneut Zeit- und Personaleinsatz erforderlich machen, über die wir nicht verfügen. Und da wir auf diese Beratungsqualität setzen, bleiben wir offline. Das können wir online nicht bieten. Jetzt in der Krise sind die Händler auf Solidarität angewiesen. Einige Lieferanten haben Rechnungen gestundet. Doch nicht alle zeigen in der Situation Verständnis. Vermieter sind ja in letzter Zeit doch eher unterwegs, dass sie auf die Zahlung der vollen Miete bestehen, anstatt zu sagen, okay, halbe Miete oder irgendwas und dann gucken wir später mal, wie wir es machen. Das ist bei Lieferanten eher der Fall. Ich habe im Moment den Eindruck, dass die Vermieter noch sehr stark Profiteure sind der Situation oder zumindest ihren Status quo sehr gut halten. Die Fördergelder werden oft durchgereicht, weil natürlich die Fixkosten, die Miete bezahlt werden muss. Das wäre spannend, sich da mal über andere Konstrukte zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das wäre jetzt ein wichtiger nächster Schritt, dass es eine Art runden Tisch vielleicht gibt mit der Immobilienwirtschaft und Einzelhändlern,
um da mal nach Lösungen zu suchen. Natürlich ist es in einer solchen Pandemie eigentlich angemessen, dass jeder seinen Beitrag auch leistet und man zu einer gewissen auch Risiko- und Lastenteilung auch kommt. Deswegen versuchen wir auch in Gesprächen mit den Vermietern, da etwas zu erreichen. Es ist nicht ganz einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Und im Gegensatz zum Mietrecht im privaten, sozusagen im privaten Bereich, also Wohnungsmietrecht, ist das Gewerbemietrecht völlig unreguliert. Hohe Mieten? Willkommen in der Potsdamer Innenstadt. Auf 200 Quadratmetern wartet bei Society Mode Kleidung hinter verschlossenen Türen auf Kunden. Kassensturz bei Ehepaar Riedl. Die größten Kosten sind natürlich die Raumkosten. Ja, die Miete. Ist klar. Da habe ich mit der Vermieterin gesprochen, mit der Agentur. Und die geht da überhaupt nicht mit. Das ist rein unternehmerisches Risiko. Also monatlich allein 6.000 Euro Miete. Und auch das Finanzamt will Geld. Und bekam den Bescheid, das ist nicht stundbar, muss bezahlt werden. Sie geben mir 14 Tage Frist, dann kommt die Mahnung und danach kommt die Pfändung. Insgesamt 18.000 Euro monatliche Fixkosten. Die Reserven schwinden, der Lockdown bleibt. Ja, dann wird's eng, dann wird's eigentlich nicht mehr machbar. Mittlerweile frage ich mich ja, was soll das alles? Wie soll das alles weitergehen? Und das macht mich zum Teil an manchen Tagen richtig depressiv. Das Wichtigste für Marianne Riedl in diesen Krisentagen, der Zusammenhalt mit ihrem Mann. Es ist gerade in solchen Situationen ganz wichtig, dass man sich gegenseitig den Halt gibt, ne? Damit, wenn der andere verzweifelt ist, dass man ihm ein paar positive Worte zuspricht und dass man ihn auch mal in den Arm nimmt und sagt, komm, Schatz, wir schaffen das schon. Wir haben bis jetzt so viel durchgemacht und die Situation schaffen wir auch. Ja, ja, es kommt natürlich auch manchmal eine ungerechte Aggression dabei auf. Das muss ich auch sagen, aufgrund der Tatsache, dass man natürlich auch nervlich ziemlich angespannt ist. Ja? Aber das darf man dem anderen dann auch nicht so nachtragen. Also es ist schon eine komplizierte Geschichte jetzt. Und dadurch auch, dass man nun keinerlei Abwechslung hat, außer vielleicht vom Laden nach Hause zu gehen, zum Einkauf zu gehen. Das größte Highlight ist ja dann der Einkauf. Ja, das ist nicht so einfach. Na, so. Nur ein Stückchen so. Rüber. So. Aufgeben ja, ist okay. Noch keine Option. Jede Woche wird das Schaufenster neu dekoriert. Doch während ihr Geschäft zubleiben muss, dürfen andere sehr wohl Kleidung verkaufen. Es ist ja wirklich so, die ganzen Discounter, sei es Lidl, sei es Aldi, sei es egal wie sie heißen, verkaufen ja nicht nur Lebensmittel, sie verkaufen auch Textilien und dürfen das legal. Und wenn man sich anschaut, was da abgeht, wie viele Menschen da aufeinander hängen. Ich sehe es in keinem Verhältnis und ich sehe es auch ungerecht uns gegenüber. Discounter machen gute Geschäfte. Sie gezwungenermaßen nicht. Wir dürfen nicht öffnen und wir können kein Geld verdienen. Und wenn wir es von außen nicht bekommen, dann wird es den Laden wahrscheinlich nicht mehr geben. Also ich sehe mein persönliches Lebenswerk damit dann auch wirklich ganz brutal beendet. In Berlin und Brandenburg gibt es weit über 200.000 Arbeitsplätze, die im Bereich Handel verwurzelt sind. Und ein Großteil davon ist von großer Gefahr betroffen. Denn wir haben natürlich eine Verschleppung von Insolvenzen, die auch stattfindet. Geschäfte, die de facto nicht mehr zahlungsfähig sind. Das schleppt sich immer weiter, weil man ja hofft, doch irgendwann wieder anfangen zu können. Aber es geht allen mehr und mehr die Luft aus und ohne Hilfen, die endlich ankommen müssen, echte November, Januar, Februar, März Hilfen, wie auch immer sie heißen, ohne diese wird der Handel so nicht wieder öffnen. Der Onlinehandel in Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro überspringen. Das erwartete Umsatzplus für 2021 satte 12,5%. Und nicht nur die Jungen kaufen im Internet.
Fast jeder dritte Online-Käufer war 2020 älter als 60. Der stationäre Handel hingegen hat zu kämpfen. Vor allem Innenstädte verlieren in der Pandemie massiv an Attraktivität. Um 80% gingen dort die Besuche 2020 zurück. Bei den Jüngeren unter 25 fährt sogar nur noch jeder Zweite zum Einkaufen in die Innenstadt. Und in Zukunft wollen 3 von 4 Kunden genauso viel oder sogar noch mehr online einkaufen. Ich glaube, dass der Einzelhandel die letzten Jahrzehnte ja eine Idee hatte, wie er funktioniert. Und diese Idee von Einzelhandel, die muss verändert werden. Und Corona zeigt das gerade sehr dramatisch, dass dieser Wandel sehr schnell jetzt stattfinden muss. Markus Spitzke ist Kommunikationsdesigner. Er berät Handelsunternehmen und Immobilienentwickler. Die Zukunft des Einkaufens ändert sich durch die Digitalisierung dramatisch, sagt er. Viele Händler hätten viel zu lange gezögert, sich für neue Vertriebswege zu öffnen. Die Fokussierung auf einen Kanal birgt einfach die Gefahr. Man sieht es ja jetzt, dass ich nicht nur, wie es jetzt in Corona ist, zugeschlossen werden kann, sondern dass ich eigentlich meinen Kunden, den Menschen vorschreibe, wie er zu konsumieren und wie er einzukaufen hat. Und auch da sind wir Menschen halt sehr unterschiedlich. Und auch der gleiche Mensch ist in einer Situation sehr bequem und möchte sich die Sachen geliefert bekommen oder möchte sie wieder abgeholt bekommen. Auf der anderen Seite freut er sich, dass er vielleicht zu dem gleichen Händler dann physisch geht und beim nächsten Mal beraten wird und vielleicht sogar den Berater, den Mensch, dann auch noch zu einem Termin bucht. Es ist der gleiche Mensch, der genau diese Möglichkeiten in sein Leben integrieren möchte. Bei Nordliebe hat Helene Stolzenberg diese unterschiedlichen Bedürfnisse verknüpft. Deshalb hat sie zusätzlich zu ihrem Webshop 2 Läden in Berlin eröffnet. Im Lockdown brummt aber nur das Online-Geschäft. Nach Weihnachten, nach dem Weihnachtswahnsinn, habt ihr jetzt leider keine Pause, sondern es geht direkt weiter. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gut schaffen. Wir kriegen tolle Ware, jetzt kommt Ostern, es kommt der Frühling, der macht Spaß. Viele Sachen für den Garten, das ist ja auch gerade in Lockdown-Zeiten sehr gefragt. Schippen und Töpfe und Samentütchen. Und ich denke, wir werden gut zu tun haben. Ich glaube, die Unternehmen, die die erste Phase gut für sich genutzt haben, haben das auch gut geschafft. Und da sind viele Kleine dabei, die sich tolle Sachen haben einfallen lassen. Und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht, dass man die Augen, die Ohren offen hat und darauf achtet, was wirklich gerade gefragt ist und in welche Richtung man sich entwickeln muss. Und ich glaube, da hat der Lockdown, der erste Lockdown, uns allen ordentlich in den Hintern getreten. Obwohl sie ihren Blick nach vorne richtet, waren die vergangenen Wochen hart. Helene Stolzenberg hatte sich kurz vor Weihnachten mit Corona infiziert. Wir machen kurz Team-Meeting vorne im Packraum. Also ich hatte schon immer die große Sorge, was passieren würde, wenn ich mich anstecke und ich so schwer krank werde, dass ich nicht mehr funktioniere. Das hat mich sehr beschäftigt. Darüber muss ich mir jetzt nicht mehr Gedanken machen. Das ist auf der einen Seite vielleicht befreiend. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dadurch, dass ich keinen leichten Verlauf hatte, wie schwer oder wie anstrengend diese Krankheit ist. Und ich wünsche sie niemandem, weil ich am eigenen Leib erfahren habe, wie schlimm es ist. Und ich möchte nicht, dass ein einziger Mensch diese Krankheit haben muss, die man es hätte ersparen können. Das finde ich schon. Und also es war für mich eine ziemlich schlimme Erfahrung. Und ich bin ja kein alter Mensch. Aber mich hat es ganz schön umgehauen. Als Bierhändler darf Eike Neubart seinen Laden öffnen. Doch weil die meisten Geschäfte in der Potsdamer Innenstadt drumherum zu haben, fehlt es schlicht an Laufkundschaft. Durch das Fenster verkauft er seine mehr als 200 verschiedenen Craft-Biere, wenn denn jemand kommt. Corona hat seinen Geschäftssinn auf ganz neue Weise inspiriert.
Ohne Covid-19 wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Im Gegenteil, ich habe Anfang 2020 sogar entschieden, nicht online zu machen, vor allem keinen Online-Shop. Und dann im März kompletter Strategiewechsel. Ich habe natürlich gesagt, ich bin Unternehmer, ich muss etwas tun, ich wechsle auf online. Und dann kam ich eben auf die Idee zu sagen, gut, ich kann eine Webkonferenz machen, jetzt probieren wir das natürlich auch mal aus mit den Bieren. Und das funktionierte hervorragend. Man sitzt ja zusammen, unterhält sich, kann Fragen stellen, prostet sich über die Ferne zu, eben auch mit Freunden, die irgendwo in Deutschland verteilt sitzen. Das macht schon Spaß. Ich zeige überhaupt erstmal die verschiedenen Richtungen an Aromen, die man aus den vier Grundbestandteilen eben herausholen kann. Das Konzept zieht. Die Termine sind gut gebucht und die Interessenten kommen nicht nur aus Potsdam, sondern aus ganz Deutschland. Inzwischen bietet Eike Neubart seine Online-Verkostung fast jede Woche an. Was ich gerne mache, dass ich immer mit einem hellen und einem Pilz beginne. Das sind milde Aromen, wo ich halt eben sehr gute raushole, weil ich erst mal weiß, dass die meisten Leute eigentlich den Unterschied zwischen einem Pilz und einem hellen gar nicht kennen. Wenn man vergleicht, erfährt man Aromen sowieso am allerbesten und dann wird einem sofort klar, was der Unterschied zwischen einem Pilz und hellen ist. Die Biere für die Verkostung werden per Post geliefert. Schuhverkäufer haben es in der Pandemie besonders schwer. Wir haben ja vier Geschäfte hier in Potsdam und die Liquidität schmilzt natürlich immer weiter weg. Wir halten jetzt noch bis Mitte, Ende März durch. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir so schnell wie möglich wieder aufmachen können. Stattdessen wird der Lockdown immer wieder verlängert. Weil Kinderschuhe kein Produkt des täglichen Bedarfs sind, bleibt der stationäre Verkauf verboten. Guido Bahr sucht daher neue Wege, um die Verbindung zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten. Guten Tag. Hallo, Sie haben ja bei uns einen Termin gemacht für die Online-Beratung, weil wir uns ja leider vor Ort hier nicht treffen können. Ganz genau. Und ich gehe mal davon aus, dass es um den jungen Mann geht, der gerade neben Ihnen sitzt, oder? Ganz genau. Okay. Winterstiefel. Okay. Meine Frage ist, ein paar Winterstiefel. Haben Sie zufällig ein Pärchen vor Ort? Ja. Was Sie mir zeigen können? Genau, das sind die Übergangsschuhe, die wir noch besorgt hatten im Herbst. Ja. Genau, die sind hier, die sehen so aus. Hier ist die Sohle. Okay, alles klar. Und ich habe schon einen im Visier sozusagen, wo ich glaube, dass das für Sie ganz passend wäre. Und, können Sie es erkennen? Ganz im Prinzip genau, das gleiche Modell. Und gefüttert. Allerdings mit einem schönen Warmfutter. Erkennen Sie es? Ja, genau, sehr gut. Immerhin ein Paar verkauft. Die Kundin kann es kontaktlos abholen. Doch die Lager sind voll. Guido Bahr verkauft seine Ware deswegen auch über große Online-Marktplätze wie etwa Zalando oder Amazon. Und die nehmen in der Regel stattliche Provisionen. Letztendlich ist es für uns Liquiditätsbeschaffung, sodass wir versuchen, das Lager zu räumen, was zurzeit logischerweise bei uns in den Läden drin steckt. Als konkretes Beispiel haben wir hier die Karmic-Jacken, die wunderbare warme Winterjacken sind, die aber zurzeit hier hängen. Und mit drei Klicks hat man die ja relativ schnell bei Amazon eingestellt. Wir können uns überlegen, so eine Jacke für 100 Euro kostet im Einkauf ungefähr die Hälfte, sagen wir mal. Wir haben 19% Mehrwertsteuer, die vorher abgerechnet werden. Dann kriegt Amazon 15%. Dann haben wir noch das Porto von 4 bis 6 Euro ohne Rückporto. Und dann kann sich jeder ganz schnell zusammenrechnen, dass bei dem Händler an der Jacke 5, 7 Euro übrig bleiben. Und dann ist diese Jacke aber noch nicht einmal hin und zurück geschickt worden. Und das bei einer Retourenquote von 50%. Er verdient also weit weniger an der eigenen Ware als der Online-Riese. Ja, das Thema mit Online-Marktplätzen ist schwierig und ob die heute Amazon und morgen anders heißen, ist auch gar nicht so wichtig. Wir brauchen da ein Fairness-Gedanken. Unternehmen müssen Steuern und Abgaben zahlen und wir werden wirklich nur einen fairen Wettbewerb in Deutschland, in Europa erzeugen, wenn diese Marktplätze an die Ketten gelegt werden. Ja, verändert hat sich, dass man weniger einkaufen geht, jetzt direkt.
und eher online denn macht. Ne? Also da wird es nach Hause gebracht und man hat keine Kontakte. Ne? Mir liegt sehr viel dran, dass ich die Ware, die ich kaufen will, auch sehe, dass ich es vielleicht auch in die Hand nehmen kann, dass ich sie begutachten kann. Im Onlinehandel ist das nicht so. Und ich bin auch nicht der Typ, der sich 10, vielleicht 15 oder 15 Artikel bestellt und davon wieder 8 zurückschickt. Ich gehe bewusst nicht in den Onlinehandel, also um die kleineren Läden zu unterstützen, weil die gehen jetzt gerade in diesen Krisenzeiten natürlich erst recht pleite. Ich glaube sehr, dass man über diesen Aspekt des Servicegedanken noch sehr viel leisten kann und da sich auch in seiner Nachbarschaft auch behaupten kann, weil man natürlich die Nähe hat, was jetzt so ein Gigant gar nicht hat. Jemand, der die Logistik auf der grünen Wiese beherrscht, muss ja quasi bis vor meine Haustür, bis in mein Wohnzimmer erst diesen Service bieten und das in der Qualität und in der Menschlichkeit. Da sehe ich eine echte Chance für den kleineren Händler. You come and play the Berlin Blues. Kein Unternehmer spricht wirklich gerne darüber, wenn es schwierig wird. Das darf man nie vergessen. Sondern im Hintergrund werden die Renten aufgefressen, im Hintergrund werden die Rücklagen gehen weg. Man kämpft sich durch, wurscht sich durch. Unsere Haltung bei IC, alle, die dort sind, sagen, wir sind Unternehmer, wir helfen uns selber, wir tun uns zusammen. IC ist eine Gemeinschaft von Händlerinnen und Händlern in der Potsdamer Innenstadt. Sie haben sich in der Pandemie zusammengefunden, um sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Bierhändler Eike Neubart ist einer der Vorstände. Heute trifft er sich mit Detlef Rehrichs, zuständig für Wirtschaftsförderung bei der Stadt Potsdam. Ich habe so ein Hybrid geschaffen, ne? Also online und Ausgabe aus dem Fenster. Wenn wir jetzt sagen, oh, wir brauchen Hilfe, Hilfe, was ja gar nicht so in dem Sinne der Fall ist. Wir brauchen Unterstützung, dass wir es selber machen können. Wir wollen nicht in die Abhängigkeit. Das ist immer das. Frerichs ist für die Händlergemeinschaft erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Traut sich ja bald nicht, vorsichtig optimistisch zu sein. Wir versuchen gerade mit den Händlern langfristig eine Perspektive zu entwickeln, wo die Innenstadt hin will. Wir haben mehr als nur Einkaufsfunktionen. Wir sind Treffpunkt, wir sind Kulturpunkt, wir wohnen hier. Und vielleicht können wir damit eine gute Grundlage schaffen, um, wenn der Lockdown vorbei ist, wir wieder durchstarten können miteinander. Es ist Freitagnachmittag. Normalerweise brummen jetzt in der Innenstadt die Geschäfte. Normalerweise. Neubart und Frerichs erkundigen sich bei den Einzelhändlern vor Ort über deren Sorgen und Nöte. Brennt mir in der Seele auch so ein bisschen. Kaffeehändler Patrick Grossmann etwa fühlte sich zum Lockdown hin von der Verwaltung schlecht informiert. Aber wie ist denn im Moment? Sie haben richtig gehört, für Kunststoff haben Sie nicht. Doch. Also bei uns ist es so, dass wir sind so eine Grauzone, muss ich jetzt auch tatsächlich öffentlich sagen. Und ich habe mich auch probiert zu erkundigen. Und bei mir war es so, selbst von der Stadt kam die Ansage, wissen wir jetzt auch nicht so richtig, ob Sie auf oder zu haben müssen, weil wie werden Sie denn von außen wahrgenommen? Ich sage, es kann doch nicht Ihre Entscheidungsgrundlage sein, wie mich meine Kunden wahrnehmen. Ja. Ob da jetzt 60% sagen, das ist ein Kaffeehändler oder 60% sagen, das ist ein Maschinenhändler, weil danach würde es dann wahrscheinlich zählen. Und dann war der Konsens, dann sind Sie mal ein Kaffeehändler. Nein, Sie sind tatsächlich sowas wie ein Mischbetrieb, so heißt das in der Eindämmungsverordnung. Und wenn Sie mehrheitlich das machen, ist das auch völlig legitim. Immerhin, er darf öffnen, andere seit vielen Wochen nicht. Die Händler, die zuhaben müssen, die Gastronomen, die zuhaben müssen, die touristischen Dienstleister, die zuhaben, die Hotellerie, die haben alle Riesenprobleme und können mit Überbrückungshilfen durchhalten. Das hoffen wir sehr, aber in Einzelfällen gibt es da schon sehr starke negative Schicksale. Und ich befürchte, dass wir auch einige vielleicht im Sommer nicht wiedersehen werden. Das ist meine große Sorge.
Eine Verödung eines Zentrums wäre jetzt gerade nach so einer Krise natürlich nochmal wirklich so ein Sinnbild dafür, wie diese Pandemie wirklich so durch diese ganze Gesellschaft und durch die Stadt gefegt ist, ne? Also das ist dann oft ein sehr trauriger Charakter. Dadurch steigt möglicherweise auch eine gewisse Unsicherheit in Gebieten, weil soziale Kontrolle fehlt. Wenn erstmal 1, 2, 3 Geschäfte geschlossen sind, dann leiden natürlich auch die in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das gibt dann so eine Abwärtsspirale. Und da muss man dann schon wieder ganz schön was lostreten und Energie erzeugen, damit so ein Gebiet dann wieder eine positive Ausstrahlung entwickelt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir die Idee dieser Funktionstrennung, die mal entstanden ist, weil wir das Auto in den Mittelpunkt gestellt haben von jeder Stadtplanung, wo wir gesagt haben, hier wird gearbeitet, dort wird gewohnt, dort wird eingekauft, dass wir das durchmischen müssen. Und ich spreche ganz gerne davon, dass wir ja in der Natur, in der Landwirtschaft von dieser Biodiversität sprechen. Und Innenstädte brauchen auch so eine Biodiversität. Eine vernünftige Mischung könnte eben wieder zu einer Attraktivität von Einkaufsstraßen, von Zentren auch wieder führen, wo man sich auch gerne auffällt. Aufenthaltsqualität ist auch ein Riesenthema. Im Übrigen, habe ich da überhaupt Platz, mich mal hinzusetzen mit meinem Kaffee, mit meinem Eis, was ich mir gerade gekauft habe? Halte ich mich da gerne auf? Oder habe ich sozusagen Sorge, dass mich gleich, wenn ich versuche, über die Straße zu gehen, mich der nächste LKW überfährt? In Potsdam warten Marianne Riedl und Ehemann Jürgen weiterhin auf eine Öffnungsperspektive. Und trotzdem steht heute die nächste Investition an. Die kommende Herbst-Winter-Kollektion muss bestellt werden, trotz leerer Kasse. Es bewegt sich alles auf einem sehr dünnen Eis. Wir gehen trotzdem zuversichtlich in die Order, denn wir brauchen die neue Ware. Also das geht nicht an, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt halte ich zurück, ich halte mein Budget zurück, ich order gar nichts mehr, dann hat man im Prinzip im nächsten Jahr auch nichts zu verkaufen. Die Hoffnungen liegen einmal mehr auf der Politik. Überbrückungshilfe 3 ist das Zauberwort. Lange angekündigt, doch bislang ist kein Geld geflossen. Heute habe ich gerade im Radio gehört, dass eine Auszahlung erst Ende des Monats, voraussichtlich März, erfolgt. Und das ist viel zu spät. Das ist für uns zu spät. Dann kann er das gleich an den Insolvenzverwalter weitergeben. Ist leider so. Naja, das sind einfach Versprechungen. Und die, wie so vieles, nicht gehalten wurden. Das berufliche Überleben der Riedels hängt jetzt am Start. Wenn die Überbrückungshilfe kommt, ja, werden wir es auf jeden Fall schaffen. Ja. Es wird uns die Fixkosten abdecken zumindest. Also ich bin immer noch derjenige, der alles positiv sieht. Ja. Meine Frau ist immer ein bisschen negativer eingestellt. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, um das Mittelmaß zu finden. Ja. Und ich sage immer, man darf die Lust nicht verlieren daran, dass es besser wird. Ne? Leute, komm. Komm. Na komm. Bleib drin und bleib am Leben. Bleib drinnen, bleib am Leben. Kletten an den Wänden, krabbeln auf die Erde. Frag mich ab im Funkgefunden Wörter. Homeoffice, Krise, Wiggles, Evergreen. What to do if you want to survive, you just bleib drinnen, bleib am Leben. Drinnen bleiben und trotzdem Gemeinschaft erleben. Genauso frisch, gleich frisch, ne? Also ein bisschen. Bin ich zu hören? Ja, Hi Eike. Das klingt doch gut. Schön, dass ihr alle da seid zum Bierlese-Online-Tasting. Das machen wir jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Und immerhin, wir können es machen. Und das ist schön, die Technik lässt es zu. Kannst du noch mal wiederholen, welches Bier wir jetzt trinken? Welches Bier? Entschuldigung, ja, das helle holen wir jetzt erstmal raus. Vergleich das mal so richtig direkt mit dem Urban Chestnut Hellen. Ich finde, es schmeckt frischer, hat sowas von
Zitrone oder so. Die halten nicht nur die Hand auf, sondern überlegen alles, was wir machen können, damit wir innovativ bleiben, vorangehen und möglichst aus eigener Kraft eben diese Pandemie auch überstehen können. An der Stelle empfehle ich immer den Virologen. Nach vorne denken, die Fesseln der Pandemie nutzen, um Neues auszuprobieren. Hier funktioniert es. Bier-Tasting online, ein voller Erfolg. Ich habe es meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Und leider sind ja momentan keine persönlichen Tastings möglich. Wir kommen aus Hamburg und hier habe ich nichts gefunden, wo man sowas machen kann, unglaublicherweise. Und da bin ich auf Bierlese gestoßen. Und das ist der Grund, warum wir heute dabei sind. Gut, wenn ihr alle das Bier eingeschenkt habt, dann hebt es mal ganz kurz hoch. Dann sagen wir ganz kurz nochmal Prost dazu. In Berlin-Steglitz erneuert Ingo Herbholzheimer seine Kundeninformation. Der Lockdown wieder einmal verlängert. Zum letzten Mal, wer weiß das schon. Der Laden bleibt dunkel, er muss Strom sparen. Sein normaler Umsatz im Januar rund 400.000 Euro. Der Umsatz im Januar 2021 10.000 Euro. Ein paar Bestellungen kommen noch per Telefon. Genau, dann packe ich das zur Seite und dann können Sie es quasi abholen. Bei der Warenannahme einfach einmal klingeln und Bescheid geben, dass Sie was abholen möchten. Genau. Alles klar, kein Problem. Tschüss. Die paar Abholer erzeugen natürlich etwas Umsatz, aber das ist so marginal wenig, dass davon kaum die Kosten, die dadurch entstehen, gedeckt werden können. Trotzdem wollen wir einfach alles tun, was möglich ist, um für die Kunden da zu sein. Ich glaube, in der jetzigen Situation ist das für viele Einzelhändler so ein bisschen zynisch, wenn man sagt, begreift doch mal die Krise als Chance. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich zwei positive Dinge, die sich aus der Krise ergeben könnten. Dass wir alle als Einkäufer, Einkäuferinnen mit offeneren Augen auch herumlaufen und plötzlich wahrnehmen, was für Möglichkeiten und welchen Einzelhandel es um uns herum auch tatsächlich gibt. Und das auch nach der Krise hoffentlich wahrnehmen. Und vor allem wichtig ist eben, die Zukunft im Auge zu behalten und das eigene Geschäftsmodell als Einzelhändler in die Zukunft zu übersetzen, zu digitalisieren, online was anzubieten, mit hybriden Modellen, Geschäftsmodellen unterwegs zu sein. Dafür gibt es auch Unterstützung. Aber das sozusagen auch als Chance zu nutzen, nicht nur als Bedrohung wahrzunehmen, dass es eine Online-Welt gibt, das ist, glaube ich, auch ein Learning aus der Krise. In die Schöneberger Filiale von Nordliebe werden Waren für Click und Collect geliefert. Chefin Helene Stolzenberg packt mit an, obwohl sie die Langzeitfolgen ihrer Corona-Erkrankung noch deutlich spürt. Ich bin seit Anfang Januar gesund. Jetzt ist Mitte Februar. Ich merke das schon noch ganz schön. Ich bin kurzatmig, ich habe Erinnerungslücken, Wortfindungsstörungen. Ich finde es schon anstrengend. Und wenn ich nicht selbstständig wäre, würde ich jetzt auch gar nicht arbeiten. Da würde ich mich jetzt noch ausruhen. Doch daran ist nicht zu denken. Der Umsatz, den der Webshop macht, hält das Unternehmen am Leben. Jeden Werktag holen Kunden ihre online bestellte Ware vor Ort ab. Hallo! Ich habe was bestellt. Ach, wie schön. Sag mir mal deinen Namen. König. Okay, eine ich guck mal. Decke. Eine Sekunde, ja? Fast 60 Beschäftigte hat Nordliebe. Die will Helene Stolzenberg alle durch die Krise bringen. Ohne hybrides Geschäftsmodell mit Online- und Ladengeschäft kaum möglich. Guck, ich hab's schon. So, bitteschön. Tschüss. Ich bin total froh, dass wir den Online-Shop haben. Und das haben wir auch aus dem ersten Lockdown gelernt, dass wir den brauchen und wie wichtig der ist. Darüber bin ich total froh, keine Frage. Aber ich glaube, der Grund, warum wir das machen, was wir machen, ist, weil uns Verkaufen Spaß macht. Und das findet im Laden statt. Und das fehlt uns schon ganz schön. Und den Kunden fehlt es auch. Denn einen guten Laden kann kein Webshop ersetzen. Lass uns nicht vergessen, wenn das hier irgendwann vorübergeht. Lass uns nicht vergessen, wenn es uns gerade wieder zu gut ergeht. Lass uns nicht vergessen, wie man am tiefsten Punkt zusammensteht. Lass uns das hier nicht vergessen, auch wenn bald der Applaus am Fenster fehlt.